Die Welt funktioniert auf eine gewisse Weise, bis eine neue Idee kommt und alles verändert. Was wäre, wenn man sein Blut zu Hause testen könnte? Und man bräuchte keine ganze Fiole, sondern nur einen Tropfen. Ich schmeiß mein Studium hin. Diese Maschine wird die Welt verändern. Diese Kinder machen das einfach. Sie interessieren sich nicht dafür, wie die Dinge schon immer gemacht wurden. Sie wollen die Dinge ändern. Gemeinsam machen wir Gesundheitsversorgung für alle in diesem Land zugänglich. Ich verstehe nicht, wie du diese komplexen chemischen Abläufe hinkriegst, obwohl du nur einen Highschool-Abschluss hast. Diese Technologie braucht noch 10 Jahre Entwicklung. Deine Idee ist unmöglich, also versuch es einfach weiter. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Das war Yoda. Okay. Wenn du das hier willst, musst du dich engagieren. Was bist du bereit dafür zu tun? Sie dürfen keinen Grund haben, an mir zu zweifeln. Es ist nicht mal kurz davor zu funktionieren. Was sollen wir ihnen präsentieren? Wir sagen ihnen, dass wir keinen funktionierenden Prototypen haben. Richtig. Finanzierungsrunde B schließt mit 165 Millionen. Hol dir die Kohle! Ich weiß, was du bei der Demo getan hast. Die Demo war ein inspirierender Schritt nach vorne. Verrate es niemandem. Ich werde dich beschützen. Das ist ein inspirierender Schritt. Vorwärts. Das hier ist nicht nur mein Job. Das hier bin ich. Wer meine Firma anzweifelt, zweifelt mich an. Du bist CEO einer Milliarden-Dollar-Firma. Wovor hast du Angst? Ihr ganzes Image ist fake. Wir müssen sie stoppen. Wir haben nicht einen Vertrag gesehen. Sie lügt sie an. Du übernimmst dich. Du wirst alles verlieren. Nein, mir geht's gut. Wirklich alles gut. Du hast keine Ahnung vom Business. Und du nicht von Wissenschaft. Ihre Firma hat Leben gefährdet. Das ist dein Traum. Deine Story. Menschen werden der Technologie vertrauen. Weil sie dir vertrauen. Nein! Alarmstufe rot! Alarmstufe rot, Baby! Okay. Komm schon! Schneller, schneller, los, raus hier! Los. Ich bin Zoe. EJ, die Sonne scheint schon. Paresh, raus aus den Federn. Und das ist Paul. Morgen, Deja. Morgen, Paul. Wir sind eine große Familie mit großen Träumen. Okay, aufstehen, ihr Schneckchen. Morgen, Mami. Wach auf, Ella. Sonst poste ich das Bild bei Insta. Bei 3, 2... Dad, nein. Ich brech dir den Finger, wenn du mich anfasst. Guten Morgen auch dir. Tada! Luna, interessante Wahl. Kleiner Vorschlag. Lass eine Sache weg. Guter Vorschlag. Der Trockner ist wieder hin. Wie kannst du so schnell hier unten sein? Durch den Wäscheschacht. Los, los, raus da! Wir sind keine Sekte, hey. Aber wir sind auf jeden Fall einzigartig. Nein! Dankeschön. Danke. Mir war, als ob wir mehr Kinder hatten als normal. Ja, einige waren mir unbekannt. Wir sind die Bakers. 10 Kinder und keine Nanny. Warte, du hast echt 10 Kinder? Also ich mag die Zeit mit meinen Kindern. Ja, ich auch. Ich natürlich auch. Ja, ich auch. Ihr seid so lustig. Auf euer Zimmer. Willst du nicht unseren TikTok-Tanz mit uns machen? Weil wir richtig niedlich und unglaublich süße Spätzchen sind. Ihr macht ihn falsch. Ihr müsst rückwärts klatschen und dann werfen. Das ist sonst peinlich für die Familie. Und jetzt auf euer Zimmer. Großer Gott, womit habe ich das verdient? Wichtig ist nur, dass wir zwei auf einer Seite stehen. Wir hatten die Jackson 9 eingeladen. Seid ihr auf dem Weg ins Disneyland? Dann seid ihr hier verdammt falsch. Die Familie ist immer füreinander da. Mein Leben ist die Hölle. Ich kann mich nicht bewegen. Zum Glück bist du so durchschnittlich, dass ich dich verstehe, Paul. Du siehst nicht besonders aus, hast nicht viele Muskeln. Oh. Los! Was spielt ihr zwei denn? Drag Race. Toll. Ich liebe RuPaul. Oh, weia. Eltern! Alle schnell raus! Hey! Mir geht's gut. Es war nicht so, wie es aussah. Das war also kein Fast and Furious Rennen oder wie? Wow. Gerade ist mir klar geworden, wir sind nicht schlauer als du. Nein. Was ist los, Schätzchen? Das ist dein 3. Schulverbot wegen der Prügelei. Ich weiß, ich müsste inzwischen besser darin sein. Ich kann dich nicht verstehen. Dad konnte es.
Ich vermisse ihn auch, weißt du? Aber Kind, du musst an deine Zukunft denken. Denn sie holt dich ein. Früher als du denkst. Wow. Gehen wir lieber wieder rein. Wer ist da? Ganz locker bleiben. Ah! Oder du stolperst und schreist rum. Du hast gewusst, wie man in Dads Werkstatt kommt? Du hast gewusst, wie der Kühlschrank zugeht? Wir haben dieselbe Narbe. Genau hier. Und du hast die Uhr von meinem Dad um. Diese Uhr. Du bist ich. Das ist vertraulich, aber ja. Das war ich mal. Wo willst du hin? Zeitreisen existieren. Diese Welt, unsere Welt, einfach alles wurde bereits verändert. Darum packen wir den Geist zurück in die Flasche. Dad. Dad. Das war ja super. Halt dich gut am Griff fest und versuch mir bei den G-Kräften nicht in Ohnmacht zu fallen. Alles klar? Was im Kick? Oh! Ah! Bist du eben eingetroffen durch diesen Sturm? Bin ich. Nenn uns deinen Namen. Leif. Leif Erikson. Wo kommst du her? Grönland. Ich bin Harald Sigurdsson. Wieso bist du in Kattegat? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Der ganze Norden ist bedroht. Durch den englischen König. Ich will sehen, ob dieser Kampf meiner ist. Und wie hast du dich entschieden? Die Wikinger bereiten sich auf eine Invasion vor. Welche Absichten verfolgst du dann? Kämpfen. Was hat dieser Grönländer? Vielleicht sein Mut. Das ist nicht der Grund, weshalb wir hier sind. Für ihn schon. Du bist weit weg von zu Hause, Freydis. Ich bin auf einer Mission, um meine Vorsehung zu erfahren. Bilde sie aus. Wiederholen wir das. Öffnet die Tore! Ihr seid hier! Für eure Familien! Ihr seid hier! Für eure Ehre! Lösen! Ja! Ihr seid außerdem hier, weil ihr Wikinger seid!
Ich wollte den Menschen etwas nahebringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist. Etwas, das sie sehen und berühren kann. Schöpfung ist ein reiner Akt des Willens. Das Leben wird einen Weg finden. Wir können sie nicht ewig hier behalten. Wenn die sie finden, sehen wir sie nie wieder. Sie zu beschützen ist unser Job. Menschen und Dinosaurier können nicht koexistieren. Wir haben ein ökologisches Desaster geschaffen. Ellie Sattler. Alan Grant. Du hast doch nicht den ganzen Weg auf dich genommen, nur um mich zu sehen. Kommst du jetzt oder was? Wir rasen auf das Aussterben unserer Spezies zu. Wir haben nicht nur keine Kontrolle über die Natur. Wir sind ihr untergeordnet. Komm zurück. Ich komme immer zurück. Flugzeug, oder? Nicht wirklich. Nicht bewegen. Größer. Warum müssen die immer größer werden? Was ist los, Schatz? Irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwas verändert sich. Erinnerst du dich noch an die Hilfsmittel? Bleistift, Tisch, Papier, Schuhe. Du bist komisch. Alles in Ordnung, Charlie? Es ist wieder passiert. Was denn? Dieses Böse. Was machst du, wenn du die Kontrolle verlierst? Hat nicht funktioniert. Sie ist kein Roboter, Andy. Sie ist ein kleines Mädchen. Und die Gefühle eines kleinen Mädchens sind unberechenbar. Charlie? Sie muss es unterdrücken und verborgen halten. Es ist unsere Aufgabe, sie vorzubereiten. Unsere Aufgabe ist es, sie zu beschützen. Charlie? Wenn die sie kriegen, sperren die sie in einen Käfig. Charlie? Und führen für immer Tests an ihr durch. Wir würden sie nie wiedersehen. Wenn wer mich kriegt. Es ist etwas geschehen. Es muss mit Diskretion behandelt werden. Und ich brauche sie lebend zurück. Du Scheiße. Weißt du, was es heißt, auf der Flucht zu sein? Böse Männer jagen uns. Sehr böse. Ich hasse es, so zu leben! Du bist was Besonderes, Charlie. Ich bin nichts Besonderes! Ich bin ein Monster! Charlie! Charlie! Ich will ihr helfen. Sie waren sie benutzt. Charlie? Keine Dummheiten. Postmann. Spüren Sie das? Lassen Sie sie gehen, oder es wird schlimmer. Prost, Mami, sag sie mir! Sie ist die erste ihrer Art. Eine wahrhaftige Superheldin. Du musst verstehen, wie du es einsetzt. Es darf keine Reaktion sein. Es muss eine Entscheidung sein. Nur so kannst du es kontrollieren. Aus ihr wird eine junge Frau. Wir gehen nicht ins Gefängnis. Und schon sehr bald. Die Welt verändern. Könnte sie in der Lage sein, eine nukleare Explosion auszulösen? Noch Charlie, auf die Knie! Und das durch bloße Willenskraft. Die ganze Welt fährt zur Hölle. Versprich mir, dass du mit deiner Gabe niemals Menschen wehtust.
Ich tue nur bösen Menschen weh, versprochen. Vertrau mir, Charlie. Du musst keine Angst haben. Bitte, ich kann dir helfen. Wer mich anlügt, der wird brennen. Ich will niemanden verletzen. Aber es fühlt sich gut an. Wir alle haben eine Geschichte. Aber wodurch sie sich unterscheiden, ist nicht, wie sie enden, sondern vielmehr der Ort, wo sie beginnen. Ich und das Mädchen, meinst du, wir haben eine Zukunft? Klar, wieso denn nicht? Naja, sie ist eine Katholikin. Du weißt, wer du bist. Du bist Buddy aus Belfast, wo alle dich kennen. Und die ganze Familie auf dich aufpasst. Sei brav, mein Sohn. Und wenn du nicht brav sein kannst, sei auf der Hut. Das ist und bleibt auch so. Wir wollen das Viertel ein bisschen bereinigen. Du willst bestimmt nicht der Ausgestoßene in der Straße sein. Rühr meine Familie an und ich töte dich. Waren es die von unserer Seite, die das getan haben? Es gibt nicht unsere und deren Seite in unserer Straße. Zumindest ist es bisher nicht so gewesen. Wir leben in einem Bürgerkrieg. Jetzt können wir über einen Neuanfang nachdenken. Meine Mami sagt, wenn wir nach England gehen, werden die Schwierigkeiten haben, uns zu verstehen. Das ist überhaupt kein Problem, Junge. Ich bin mit deiner Granny 50 Jahre verheiratet und habe sie noch nie verstanden. Sag, was du willst. Ich will, dass du und meine Granny auch mitgehen. Ist die verdammte Religion. Und wieso schickst du uns dann zur Kirche? Weil Granny mich umbringt, wenn ich's nicht tue. Wir sind nicht taub, wisst ihr? Wie könnte ich Belfast verlassen? Sie werden von allen gemocht und es passt immer einer auf sie auf. Belfast ist noch immer da, wenn ihr zurückkommt. Und du? Ich werde auf jeden Fall immer bei dir sein. Die Iren sind fürs Auswandern geboren. Sonst gäbe es im Rest der Welt ja gar keine Pubs. Ich will, dass meine Familie bei mir ist. Ich will dich. Du weißt, wer du bist. Und wo immer du hingehst. Und was immer du mal wirst. Das ist und bleibt auch so. Brav sein. Und wenn du nicht... Und wenn du nicht brav sein kannst, sei auf der Hut. When you think about the future, how do you imagine it'll be? What will stay with you? And what will you forget? How will your city change? Will families be the same? Keeps asking me why we don't talk. You could tell him the truth. Mom died and got into all that weird stuff. That weird stuff of our entire lives. What scares you? Jesse! Where'd you go? What makes you angry? I'll rise up like a volcano and I will destroy you! Do you feel lonely? Maybe we can just take this process slowly and see how it feels. You are just terrible at this. Oh man, I'm trying. What makes you happy? Es war einmal Swan. Ein glückliches Mädchen mit einer liebevollen Mutter und vielen guten Freunden. Ein Mädchen, das sich Hals über Kopf in Franz verliebt. Und glücklicher nicht sein könnte in einer Stadt voller Musik und Tanz. Bis plötzlich ein geheimnisvolles Paar auftaucht. Dr. Coppelius und
die bezaubernde Coppelia. Dr. Coppelius verspricht jedem Vollkommenheit. Doch er verschweigt, was er den Menschen dafür nimmt. Jetzt muss Swan schnell sein, wenn sie ihre Stadt retten will und ihren geliebten Franz. Freu dich auf ein fantastisches Abenteuer mit Swan, Franz und all ihren Freunden. Coppelia im Kino. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn du nicht sagen könntest, was du willst? Naoki Higashi kartografiert in dem Buch seinen Verstand. Es ist wie Poesie. Wie erlebe ich die Welt? Mich springen sofort die Details an. Für mich macht es keinen großen Unterschied, ob man mir etwas gerade eben gesagt hat oder schon vor sehr langer Zeit. Mein Geist ist ohne Ende hin und her gerissen. Ich hinderte sie daran, sie selbst zu sein. Wir können verändern, wie über Autismus geredet wird, indem wir mitreden. Joss freut sich mehr, als ich es je kann. Um ein menschliches Leben zu leben, ist mir nichts wichtiger, als mich ausdrücken zu können.